Frauen suchen ja zumeist ältere Partner. Das suggeriert nun mal Erfahrung. Mit guten finanziellen Aussichten, höherem Status und Ehrgeiz. Das wiederum suggeriert Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit. Die einzige Frage, die du dir also stellen musst, ist nicht, ob du gut flirten kannst oder sowas, sondern suggerierst du der Frau einen evolutionären Vorteil, das heißt Fortpflanzungserfolg. Nehmen wir mal dein Selbstvertrauen. Dieses ist evolutionär primär für Männer von Vorteil und so gut wie gar nicht für Frauen. Und mir ist natürlich schon klar, dass diese Naturinstinkte heute viele nicht wahrhaben wollen und auch, dass viele Frauen glauben, Anspruch auf einen Qualitätsmann zu haben, auch wenn sie selbst nur eine optische 5 sind oder so. Andersrum glauben aber auch viele Männer, sie können ganz ohne archetypisch maskuline Werte Top-Frauen anziehen und behalten. Das ist natürlich genauso absurd. Und es ist ganz offensichtlich, es ist zeitlos und es ist auch ganz logisch, dass Frauen dominante Männer bevorzugen. Warum? Weil es Fortpflanzungserfolg nahelegt. Guck mal, selbst der Psychologe Jordan Peterson, dessen Freund ich jetzt nicht bedingungslos bin, aber wo er recht hat, hat er recht, der erkennt beispielsweise, dass Frauen harmlose Männer schlichtweg verachten. Und oh, da kann ich ihm kein bisschen widersprechen. Warum aber ist das so? Ganz einfach, dominante Männer können ihre Partnerin und deren potenzielle Kinder nun mal besser beschützen und sie waren in der Evolutionsgeschichte die besseren Lieferanten von Nahrung und anderen Ressourcen. Das wiederum legt logischerweise den Schluss nahe, dass es aus evolutionärer Sicht für Frauen vorteilhaft ist, sich zu eben solchen Männern hingezogen zu fühlen und sie als Partner zu wählen. Man könnte auch sagen, genotypische Realität obsiegt jedes Mal überwogenes Wunschdenken. Befass dich ruhig mal mit diesen Themen, du wirst wahrscheinlich sehr viele Aha-Momente haben und du wirst auch bessere Frauen anziehen.